Eines der einseitigsten Spiele der Bundesliga-Geschichte geht in seine letzten 5 Minuten. Und Achtung, jetzt! Oh. Voll drauf, voll drauf, voll rein! 3 Buchstaben reichen für diesen Treffer aus. AMK. Was ist los, Bro? Was ist los, Bro? Sei ehrlich, war ein guter Schuss. War stark? Geil. Alright, machen wir das Intro oder was? Boom! Leute, mein Name ist Simon Sky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, wie ihr seht, heute komplett andere Kulisse. Passend zur bald kommenden WM dachten wir uns, drehen wir, erkennen den Fußballer. Ich glaube, steht locker bei, schon seit 2 Jahren bei uns immer in den Top-Kommentaren drin. Deswegen haben wir das Ganze heute umgesetzt. Das heißt, heute werden wir wieder die Performances sehen und die Storys gleichzeitig einfließen lassen. Also ich habe richtig Bock drauf. Ich mache nochmal Just for Fun. So lange kein Fußball mehr gespielt, aber es macht echt Spaß, muss ich sagen. Und... Oh, Bro! Ich bin kein Profi, ne? Aber Freunde, wie ihr wisst, das Ganze mache ich natürlich nicht allein. So, ich habe mir für die heutige Folge natürlich Special Guests extra eingeladen. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht groß rum. So, unsere Special Guests. Einmal bitte rein! Aber du hast was drauf, du hast was drauf. Ich bin fast Profi geworden, aber dann ein Bänderriss. Und da sind unsere anderen Special Guests. Heute ein bisschen ruhiger? Ja, ruhiger. Keine Performance heute? Nein, keine Performance. Keine Performance. Ihr seid doch die Profis. Sehr gut. Wie geht's? Alles gut? Ja, auf Papier, ne? Sehr schön. Nur auf Papier, nur auf Papier. Setzt euch, Männers. So, servus, Männers. Freut mich, dass ihr hier seid. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ey, ich freue mich extremst an dieser wunderschönen Kulisse hier. Ich muss sagen, es sieht echt cool aus. Warst du schon mal hier? Weißt du, welche Liga der Verein spielt? Nein. Aber du meintest, du hattest dein erstes Spiel hier, ne? Ja, ich hatte mein erstes Herrenspiel mit 18. Ich auch, ja. Und weißt du, was er hatte? Was hat er? Profi-Debüt? Nein, die erste DFB-Pokal-Niederlage. Wow. Ernsthaft? Ja, erstes Spiel, DFB-Pokal direkt ausgeschieden, ab nach Hause. Scheiße. Willst du dich vielleicht nochmal vorstellen für die Leute, damit die Leute wissen? Ich bin Niklas Dorsch, spiele Fußball bei FC Augsburg, nicht so weit von München. Deswegen freue ich mich sehr, hier zu sein. Und ich bin gespannt, was die Jungs heute abliefern. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Du kannst dich auch noch mal vor. Ich denke mal, Willi. Ja, ich bin. Er war so ready gerade, der Willi. Er war so ready. Ich bin Noah Klose, spiele Fußball in der U19 bei 1860 München. Ich freue mich auch ebenfalls hier zu sein. Danke für die Einladung. Sehr geil. Ja, für die Leute, die nicht Bescheid wissen, Sohn von Miroslav Klose. Aber erwähne ich selber selten. Ja, ja. Ich glaube, wenn Eli das Video sieht, wird er jetzt gerade so auf Stopp drücken und so einen Song von deinem Papa singen. Es gibt auf jeden Fall so einen Song, den singen wir immer. Legende. Ja, und Sammy, ehemaliger Fußballer, mittlerweile zu alt für das Ganze, aber... Also ich war damals, ich habe hochgespielt, dann ich hatte einen Bänderriss gehabt. Dann habe ich mir gedacht, okay, machen wir langsam. Ich habe auch echt lang gespielt. Ohne Spaß. Doch. Man sieht doch, hast du die beiden Bälle gesehen am Anfang? Ich schwör, die waren krank. Verstehst du? So. Und man musste dir die geben. Und das Kranke ist, das waren wirklich 2 Schüsse. Da wurde nichts geschnitten. Nein, aber ich habe wirklich so früher Fußball gespielt. Ja? Lieblingsverein? War eine Zeit lang Bayern München. Sag mir 5 Spieler von Bayern. 5 Spieler von Bayern. Boah, Jungs, die Teilnehmer müssen ja noch reinkommen, weißt du, das ist so das Ding. Deswegen würde ich sagen, schlagen wir gar nicht uns rum, sondern bitten unsere Teilnehmer einmal bitte rein! Mit einer neuen Freundin. Beide wissen, es wird jetzt passieren. Nur, dass er den hier nicht reinhämmert. Hey, Männers, was sagt ihr? Erster Eindruck. Sympathisches Trikot, aber sonst, jeder macht einen guten Eindruck, finde ich. Ich muss sagen, es gibt voll viele Parallelen. Der Bruder sieht aus wie Haaland mit kurzen Haaren. Der Bruder da hinten sieht aus wie Alexis Putea von Barcelona. Das hast du gerade nicht gesagt. Wer ist dein Favorite? Hinten links mein Favorite, Bruder. Ja. Aura. Aura? Ja, Aura. Ehrlich? Hinten links. Ich finde auch, der macht den selbstbewusstesten Eindruck. Ja, so safe. Vorne links auch gut. Outfit, gell? Vorne links. Outfit, vorne links. Ja.
Also soll ich dir sagen, was der Unterschied ist? Hinten links Muskulatur, Spannung. Also er hat auf jeden Fall stabilere Waden als ich so. Er hat kranke Waden. Ja? Ja. Zeig mal. Yes, das ist dein Moment. Oha, Alter. Bruder, was, Bruder, einfach, was ist da? Schimmelchen. Bruder, warte. Aber du doch auch, Mann. Ja, aber bei mir ist es so Mitte. Ja, okay, dann zeig auch, Cousin. Ich wollte eigentlich zeig jetzt Cousin auch. Nee, auch nochmal für euch. Also wir haben Challenges vorgegeben. Ihr könnt aber, wenn ihr was von den einzelnen Leuten noch sehen wollt, wenn ihr jetzt sagen wollt, auf ganz lustig, ey, ich will jetzt jeden mal tängeln kurz sehen oder schieß mal von da hinten oder so, dann könnt ihr das auch immer mit einwerfen. Ihr könnt auch selbst mit interagieren. Ja, wenn ihr Bock habt, mal eine Flanke zu legen oder so. Eine Frage hätte ich noch. Die Fußballschuhe ist, glaube ich, auch so. Haben die sich die selber ausgesucht, die Jungs? Oder? Das ist eine gute Frage. Habt ihr euch die selbst ausgesucht? Sagt einfach oder nickt einfach mal. Ja? Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, kann sich der Erste vorne rechts erstmal vorstellen, bitte. Hallo Jungs, ich bin der Peter Gábor. Ich bin 21 Jahre alt und ich spiele bei MTK Budapest in der ersten ungarischen Liga. Meine Positionen sind zentrales Mittelfeld, Sechser oder Achter. Ja. Der lacht einfach. Warum lachst du jetzt? Warum lachst du? Bruder, das war seriös, um ehrlich zu sein. Wo ist Budapest nochmal? Bulgarien, gell? Ungarn. Jetzt Ungarn. Stimmt, Ungarn. Ja. Okay, jetzt hab ich's wieder. Ja, jetzt ist okay. Was hast du gesagt? Sechser? Also zentrales Mittelfeld. Sechser oder Achter. Und wieso sprichst du dann Deutsch? Weil ich hier geboren bin und auch hier in der Jugend gespielt habe. Wo in der Jugend? Bei Wacker Burghausen. Und dann bist du in die erste Liga? Genau. Ungarn gewechselt. Direkt vom Burghausen? Ja. Guten Berater, oder? Ja, ging gut während Covid. Während Covid war meine Chance und dann. Also bist du jetzt schon 2 Jahre dort? Ich bin seit Januar 2021 dort. Sprich mal ein bisschen Ungarisch, Cousin. Was soll ich dir sagen? Gib mal das Trikot. Cherry Jung Trikot. Stark. Nein, nein, das war polnisch. Du kommst aus Ungarn? Doch, doch, das war polnisch. Nein, nein, du bist Polski. Nein, bist nein. Ja, doch, nein, Polski, doch, doch. Soll ich noch was sagen auf Ungarisch, oder? Nee, ich glaube dir der das. Der kommt aus Ungarn. Ja, der ich glaube ihm das auch. Wie alt bist du? 21. 21? Auch Lüge, Bruder. Pass auf, er ist 24 aus Polen. Sag mir am Ende, ob ich recht hatte. Du hast einen Profivertrag. Ja. Und wann hast du ihn unterschrieben? Wie alt warst du da? 2021 im Januar, ich war da 19. Das muss mir rechnen. Passt. Ja, bist jetzt 21? Ja. Und du warst 2021 warst du 19? Ja, okay, ich werde im Juni. Ich werde im Juni 22. Okay, was war der Verein nochmal? MTK Budapest. Sag mal 3 Vereine aus der Liga. Ferencváros, Puskás Akadémia, Debreceni VSC. Und dein Captain? Ist unterschiedlich, aber Mihai Kotto ist zurzeit. Er ist auch so alt wie ich. Soll ich euch sagen, was das ist? Das ist sein Lieblingsverein aus Ungarn. Das ist sein Lieblingsverein aus Ungarn. Ja. Und deswegen weiß er das auch. Ja, das Ding ist, das können wir ja gleich nochmal sehen anhand der Skills. Die Story gefällt mir schon mal sehr gut. Fand ich auch also gut. Ich find ihn auch gut. Okay, danke dir erstmal. Dann machen wir erstmal mit dem nächsten weiter, bitte. Freunde, ganz kurz bevor es weitergeht, viele von euch haben sicherlich mitbekommen, dass das Amazon Freebie Mega Special aus Thailand schon online ist. Das heißt, Ryan, Black Bros und ich zusammen haben Erkenne den Profikampfsportler gedreht. Ist eine richtig krasse Folge geworden. Ryan hat gegen Teilnehmer gekämpft, also es war echt sehr, 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 sehr krass. Deswegen, das Ganze ist jetzt online, deswegen checkt das unbedingt aus nach dem Video. Also wenn ihr noch mehr Profifolgen sehen wollt, dann schaut euch das gerne über den ersten Link in der Videobeschreibung an. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Video. Let's go. Ich bin der Jason, bin 18 Jahre jung und spiele für Darmstadt. Meine Position, linker Flügel, rechter Flügel. Und du bist Profi? Ich bin Profi. Okay, seit wann? Ich bin seit dem 25.01.23 Profi, habe ich meinen Profivertrag unterschrieben. Wo warst du vor 2 Wochen? Wie bitte? Warst du vor 2 Wochen in Darmstadt? Normal. Gegen wen habt ihr da gespielt? Vor 2 Wochen, wir haben zuletzt zu Hause gegen Augsburg gespielt. Wie viel? 6-0 verloren. Wie stand es zur Halbzeit? Zur Halbzeit stand es 4-0. Stimmt nicht, stand 5-0. Stark. Nach 30 Minuten stand es 5-0. Warst du in der Kurve, hä? Ich war in der Kurve. Yes. Bitte? Seit wann spielst du da? Seit dem 25.01. Und du bist 2005er Jahrgang? Ich bin 2005er Jahrgang. Du warst U17, ich Bundesliga war 17. Bei Darmstadt. Ja. Yeah. Wir haben gegen die gespielt in der U17, aber... Du hast kennst sie nicht? Ähnlich gesehen, oder wie? Kommt mir, also kann sein, ich kann mich nicht an jeden erinnern, aber er kommt mir jetzt nicht. Wie lange ist das her? 2 Jahre bei dir? 2 Jahre her kann man es auch viel äußerlich ändern. Hast du einen Ausrüstervertrag? Wie bitte? Hast du einen Ausrüstervertrag? Wie meinst du mit Ausrüstervertrag? Ja, hast du einen Nike-Vertrag, Adidas-Vertrag? Ich habe aktuell noch keinen Vertrag. Das ist ja auch wild, ne, wenn er da... Welcher Platz wurde in der U19? Also die letzte Saison habe ich ja so manchmal nur mitgespielt bei der U19. Wo hast du dann gespielt? Danach habe ich immer öfter im Kader von Darmstadt gestanden, aber nicht viele Einsätze bekommen. Du warst im Kader, also das heißt, du warst in der zweiten Liga. Ja, aber ich habe wenig Spielzeit. Dann, du kennst deine Mannschaft gut, ne?
Welcher deiner Mitspieler hat mit mir zusammengespielt? Mit dir zusammen? Das ist eine gute Frage. Wüsste ich jetzt spontan wirklich nicht. Wer? Yannick Müller. Wer spielt jetzt mit mir zusammen? Tietz. Tietz und Pfeiffer. Bruder, der ist Schiri oder so. Gut vorbereitet, ne? Der ist, die sind okay, auch gut vorbereitet. Ne? Danke dir erstmal. Mach erstmal mit dem nächsten weiter. Mein Name bleibt unbekannt. Ich bin 19 Jahre alt. Es hat bestimmte Gründe, warum ich unbekannt bleibe. Ich spiele mittlerweile bei Lausanne in der Schweiz. Der Grund, warum ich unbekannt bleibe, ist, weil ich halt in der Jugend hier gespielt habe und unter anderem jemanden in der Jury kenne. Das ist auch wie Flo Wirtz, ne? Weil er jemanden in der Jury kennt? Kennt ihr den auch von euch? Nein! Und deswegen darfst du auch deine... Denkst du nicht, wenn ich jemanden kennen würde, dass er dich auch mit dieser Maske jetzt erkennen würde? Nein. Klar! Ja! Ich habe das Gefühl, der hat dich irgendwie bei deinem Format beworben und so und bringt nächstes Jahr ein Album. Ich hab mal gesehen, ehrlich. Naja, unter anderem habe ich auch Derbys gespielt. Also ich bin nicht im gleichen Jahrgang wie einer hier, aber ja. Rap mal was vor. Wie alt bist du denn? Ich bin 04er Jahrgang. Oh, dann musst du ihn ja kennen. Hör mal auf, bitte. Ist halt ein Jahrgang unter mir. Okay, ja, dann danke dir erstmal. Machen wir erstmal mit dem hinten rechts weiter, bitte. Servus, ich bin der Andi. Richtig, Andreas Cavoli S-Wein. Ey, Jungs, das ist doch kein Andi. Und ja, Andreas Cavoli S-Wein, richtig. Okay, ja, und jetzt glaube ich. Ja, ich bin der Profi und ich habe unter anderem auch bei Waldhof Mannheim gespielt, aber in der U19 und bin danach direkt ins Ausland und habe seit 2016 im Ausland gespielt. Seit 2016? Ja. Okay. Ich bin 27, 97er Jahrgang. Du bist 27? Ja. Was? Ja. Also hattest du schon Geburtstag, oder? Ja, Januar. Okay, aber warte mal. Wo hast du in der Jugend gespielt? Astoria Waldorf und dann U19 Bundesliga Waldhof Mannheim. Also ich sag alles, was er erzählt. Also es stimmt, die Frage ist nur, wo er jetzt ist, ja. Weil der macht das... Sein Gesicht kommt mir bekannt vor, aber... Mannheim, sag dir doch. Ja, ja, aber gesehen. Du hast in Mannheim gespielt, da war ich nicht mehr in Mannheim. Ja, ich weiß, aber wir hätten ja in der Jugend gegeneinander spielen müssen. Ah doch, eigentlich ja, U19 Nürnberg, ich war hochgezogen als 97er Jahrgang gegen 96er. Kann sein. Aber er ist 98er. Ja, das Ach heißt so. Aber trotzdem, Ach 98 so. Und 97 haben wir zusammen gespielt. Ja, aber das zweite Jahr war schon weg. Also ich war Jungjahrgang und dann... Ja, der kommt mir selbstbewusst rüber, ne? Ja, finde ich auch. Ja. Ich finde seine Schuhe auch gut. Okay, dann danke dir erstmal. Machen wir erstmal mit dem in der Mitte hinten weiter, bitte. Also ich bin Alessandro, ich bin 20 und ich spiele beim HSV U21. Boah, HSV, Digga! Was hast du mit dem Trikot auf sich? Mit dem Trikot? Ich liebe Ronaldo. Ronaldo ist besser als Messi. Jawohl, Digga. Und deshalb bin ich hier. Deshalb bist du wegen Ronaldo? Nein, mit dem Trikot. Wieso hast du nicht die passende Hose dazu? Wieso hab ich nicht? Was ist das für eine Hose? Von meinem Vater. Ich frage mich, warum du nicht im Trainingsoutfit, HSV-Outfit gekommen bist. Ja, ich will nicht direkt. Nein, ich will nicht direkt so rausstechen. Bist du aus Hamburg hierher extra gefahren mit dem Auto? Ja. Geil. Wie lang bist du gefahren? 8,5 Stunden. Heute hattest du kein Training? Nee, dazu komme ich noch später. Ah, okay. Okay. Ja, ich war verletzt und ich bin jetzt wieder am Reinkommen. Deshalb okay, und du bist verletzt? Ein Jahr war ich verletzt. Ein Jahr warst du verletzt? Genau. Und dann lässt sich dein Verein hierher? Ja. Geil. Sure, HSV, bester Verein, ey, wirklich. Hamburg, auf die 1. Frag mal, ob die noch jemanden brauchen. Okay, dank dir. Dann machen wir mit dem hinten links weiter, bitte. Ja, hallo. Ich bin der Ufuk Cem. Ich komme aus Wien und spiele aktuell in der zweiten österreichischen Liga. Beim FAC. Du hast Baba Beine, Cousin, ja? Danke. Weil man doch diese Schrammen, ne? Spann mal Oberschenkel an. Boah, stark, Alter. Seit wann bist du Profi? Also jetzt seit diesem Sommer. Davor habe ich in der dritten Liga gespielt in Österreich. Ist halbprofessionell. Und ja, seit dem 1. Juli 2023 bin ich jetzt Profi. Die Frage, die sich wahrscheinlich auch viele stellen, was verdient man denn so als Zweitligist? Also, ich kann jetzt nicht die exakten finanziellen Daten sagen. Konditionen. Yes. Es kommt natürlich auch darauf an, wie viel man spielt, ob man gewinnt mit den Prämien. Ich würde sagen, dass man davon gut leben kann. Du bist Österreicher? Genau. Hast du Jugendnationalmannschaft gespielt? Nein, also in der Jugend habe ich generell in keiner Akademie bzw. NLZ, wie es nennt, gespielt. Das Ding ist, ich habe gar keine Ahnung in Österreich. Also so. Doch, es gibt ja nicht so, da gibt es ja so Akademien, ne? Nicht so Nachwuchsleistungszentren, sondern Akademien und dann. Ich verstehe, das macht schon, also erzählt ja, schon. Ja, ich, also macht ich, aber auch als Schauspieler Sinn, so eine Story zu wählen, weißt du? Weil er davon Story, ausgeht, genau, dass hier so. Bruder, ich bin echt gespannt, was die am Ball können. Ja, deswegen, ich würde auch sagen, wir gehen gar nicht mehr so viel auf die Storys ein, wir wollen was sehen, oder? Genau, deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mal mit der ersten Challenge, oder? Auf geht's.
Okay, für euch Jungs, es gibt, die erste Challenge ist so, dass die jetzt einen hohen und einen tiefen Ball bekommen. Sollen es annehmen mit zwei Kontakten und aufs Tor. Abfahrt. So, ich bin so gespannt. Daran kann man schon sieht relativ man schon viel. Ja. Ist viel, ne? Ballername. Am Flugball schon, sag ja. ich. Okay, dann kann der erste schon mal starten. Nicht mal verkehrt, der Englische. Nee. Wow. Oh. Bleib sitzen. Spann dich. Nee. Boah, sah es für euch nach Profi aus? Können wir so eine Vorgabe auch? Dass sie mal versuchen, nur in diesem Halbkreis den yes. Ball anzunehmen? Ja, safe. Sag mir das. Ey, Jungs. Nochmal. Kannst du noch einen Durchgang machen und versuchen, den in dem Kreis anzunehmen? Ich glaube, ich nehme dir den blind im Stehen da an. Ist okay. Das hat er sogar gut gemacht. Ist auch okay, Digga. Ehrlich. Der war gut. Ist nicht aber ja. Darf sowas passieren im Spiel? Was meinst du? Also vorbeischießt? Dass er vorbeischießt? Ja, das ja, ist ja. So, Bruder, du selbst ein Profi macht dir nicht von 10 Dinger rein. Aber jetzt Sammy. Ja, so, ne? Ihr wisst. Sammy macht 10 von 10 rein. Okay, next one. Oh, der Superball. Superball. Da, soll ich dir sagen, warum er nicht ist? Wieso geht er nicht zum Ball? Ja. Oh. Wow! Aber guck mal, das. Aber der war drin. Ja, aber das Problem ist, er ist nicht zum Ball gegangen. Soll ich dir sagen, was bei ihm gut ist? Die Flugbälle von ihm sind super. Nee, schon mal, kann noch ein bisschen weiter hinten stehen. Ja, der ist gut, ja. Der Mann da draußen. Aber ich frage ihn gleich mal was. Der hat einen guten Schuss, aber ja. Ey, noch ein Ball. Kannst du den so englisch scharf? Kein Problem. Der weiß ganz genau, was der will. Oh, ist okay. Ja. Ja. Okay. Interessant. Was denkst du ehrlich jetzt? Also deine ehrliche Meinung? Kein Profi. Danke. Boah, auf ihn bin ich jetzt gespannt. Ich sag, er ist Darmstadt-Fan, aber. Der spielt aber ein guter Ball. Aber er geht nicht zum Ball. Ja. Wow! Der war. Aber nimm mal den Ball im Kreis an. Schau mal. Jetzt muss er. Aber ist gut. Aber die Schüsse sind der gut. Will in die Ecke schießen, ja. Der haut nicht einfach blind drauf. Das gefällt mir. Wenn ihr noch was Einzelnes sehen wollt, könnt ihr immer einwerfen. Mach noch einen, komm, mach noch einen. Kannst du mal mit links abschließen? Boah, der war gemein. Erster Kontakt auch mit links. Erster Kontakt. Alles mit links. Hey! Hast ein bisschen geschützt, ne, wo ich gesagt habe, links. Yes! Ah, der ist gut, der Mann. Schuss war okay. Schusstechnik war okay. Willst du mit links? Ja, lass mal mit links machen. Schieß, rechts annehmen, links schießen. Boah, der Arme. Boah, das hat ihn direkt nicht so stark. Ne? Die Bälle sind nicht gut. Das war nicht mal schlecht. Das war gut. Er hat ihn direkt genommen. HSV, ne? HSV. Ja. Wie heißt der aktuelle Profitrainer? Deiner? Wie heißt dein Trainer? Aber ich meine, in der ersten? Ja. Hilmas. Hey, habt ihr das gerade gehört? Bro. Ey, das war gut. Ja. Wir müssen den Finale lassen, ich sag ehrlich. Oh, krank, Digga. Du bist scheiße. Oh. Das ist eine kranke Annahme, Bruder. Ja, mach ihn. Hättest du mal Rückzieher gemacht, Cousin. Jetzt hau dich ins Kreuzeck, ich sag's euch. Hättest du mal Rückzieher gemacht. Oh, Keeper. Ist okay, hey, danke. Christian. Ich hab noch was. Ey, Bro, ich hab noch was. Kannst du mal hochhalten? Ja. Einfach so ein bisschen jonglieren mit dem Ball. Ich sage, das ist schlimm, was du machst. Warum, Bruder? Ich will nur gucken, wegen Profi, Bruder. Boah, wow, krank. Guck. Okay. Ja, ey. Stark, Digga. Kriegst du von mir. Gut, Digga. Ehrlich, Digga. Haben wir alle gesehen, oder? Nee. Unser österreichischer Kollege. Kannst du noch die Flugbälle spielen, bitte? Ja. Dann nimmst du aber den Österreicher Hops, Bruder. Schöne arabische Bälle, Cousin.
Oh, ist nicht schlecht, okay. Okay, okay, okay. Ich glaube, der ist ein bisschen nervös. Ja. Ich glaube, der geht ins Fitness und spielt ein bisschen Fußball. Die Bälle sind aber... Die sind super. Schön. Super Abschluss. Gut. Ey, super Ball. Ich schwöre, wirklich, unglaublicher Ball. Geil. Super. Willi ist krass, überzeugt von dir. Weißt du, was das Ding ist? Wir haben gar keinen Maßstab. Österreichische zweite Liga. Also, ja. Weißt du, was ich meine? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das, reicht das dafür? Ich weiß nicht. Aber er hat ja schon gesagt, dass man gut davon leben kann. Deswegen gehe ich davon aus, dass da schon... Da musst du schon spielen können. Perfekt, haben wir alle durch? Geil, dann könnt ihr alle mal wieder nach vorne kommen. So, die zweite Challenge, ich habe sie mal Your Challenge genannt. Das ist eine Challenge, wo jeder Einzelne sagt, okay, das ist in der Disziplin bin ich besonders gut. Ah, damit überzeuge ich euch, dass ich Profi bin. Geil. Deswegen bin ich gespannt, was ihr jetzt so für einzelne Challenges habt und wo ihr am besten drin seid, weil da müssen die auf jeden Fall performen. So. Ja. Wenn sie das nicht gut machen, dann sind sie auf jeden Fall raus. Weißt du, was ich jetzt machen würde? Hm? Sprintduell. Machen wir gleich. Ich kann nicht, aber da würde ich gewinnen. Vorne rechts, was ist deine Challenge heute? Also meine Challenge ist die First Touch Challenge, dass ich sozusagen ein Viereck aufgebaut habe und mir einer von den Jungs scharfe Bälle spielt und ich sozusagen den Ball da drin annehme. Okay, selbstbewusst. Oder auch hohe Bälle, so eine Kerze und ich... Und du nimmst direkt an. Kleber an dem Fuß. Genau. Honig. Ja. Okay. Gut. Let's go. Gut. Das war krank. Ja, wie er will. Das sein. Er hat ja gesagt First Touch, ne? Er meinte First Touch. Ja, eben. Er meinte One Touch, oder? Weil beim ersten waren es 3 oder 4. Mach mal einen Kontakt, so wie du gesagt hast. Der liegt. Kleber. Oh, das ist ein guter Ball. Ist gut, super. Wenn er im Viereck ist. Mit rechte Ei, gell? Der nimmt immer so mit seinen Eiern an, gell? Ja, 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 genau. Zwei, drei Kontakte immer. Danach yes, ein bisschen eine Kerze, okay? Oha. Oha. Oh. Saugin. Ja, Digga. Na, noch einmal. Den macht er so clean, ne? Diesen Anfangsding. Mit Spann. Mit Spann, nicht mit Innenseite. Wow! Du saugst ihn so. Gut, der ist gut. Okay, next one. Was ist deine Challenge? Meine Challenge wird sein, ich werde Flanken spielen. Also entweder vom Eckball oder einfach kurz vor der Eckfahne. Eine Flanke treten und auf die Jungs spielen. Okay. Und Ronaldo nimmt ab. Also du bist Standardschütze sozusagen. Was war deine Position nochmal? Außenspieler, ne? Richtig. Also musst du flanken können. Würdest du sagen, dass ich kann? Boah, soll er uns mal gleich die Flanken schicken? Dann geh mal rein, Digga. Lass wir beide mal. Ja, Bruder, das ist kein... Doch, es sind immer zwei in der Box. Das Ding ist, bei Standards, ich stehe original immer da. Absicherung. Du, Sammy, du gehst auf 2. Okay. Du läufst quasi so rum, dass es... Nein, ja genau. Nein, du gehst auf 1. Du läufst vorne rein. So, ja. Ja. Der ist gut! Oh mein Gott! Wenn du den triffst, ne? Guter Ball! Ey, ihr müsst jetzt mal mit dem Kopf beide hin. Okay, komm! Nein, auf 2. Hoch! Hoch! Was? Hast du gerade die Hand genommen? Hat er gerade die Hand genommen? Ja, komm, Willi ist da, auf, komm! Komm, hoch! Ja. Was bist du für eine Position? Stürmer. Ja, dann mach jetzt mal einen rein. Wir brauchen ein Tor. Stürmer! Das ist doch kein Tor passiert. Du bist Stürmer! Ich darf nicht. Mann, dein Vater sieht das. Komm, ich geh auf den Kopf, Bro. Wir beide. Direkt auf unseren... Komm, Kopf, wenn du ein Guter bist, direkt auf den Kopf. Komm, auf den Kopf, Junge! Boah, der ist... Der wäre super. Wie im Training, ne? Wie im Training. Guter Ball. Du bist erster Pfosten. Wondoshi! Oh! Okay, reicht. Ja, reicht. Gute Bälle kriegst du von mir, Haaland. Die sind gut. Was sagt ihr denn zu den Flanken? Ich finde die gut. An einen Kevin De Bruyne kommen sie nicht ran. Ja. Aber ich finde, der hat es nicht verkehrt gemacht. Okay. Also, wenn du so vielleicht die noch mit so Spielern mehr in der Box hast, mit Verteidiger, ist nicht verkehrt. Also Profifußballer würdest du ihm geben? Nein. Jetzt bin ich auf deine Challenge gespannt. Ja, ich nehme einfach ein paar Freistöße. Freistöße? Komm, 1 gegen 1 Freistöße. Ja, okay, gern. Auf geht's. Boah, krass. FC Benderes. Du bist der Profi. Du bist der.
Der war richtig sexy. Der war richtig gut. Wirklich stark. Boah, man schämt sich eigentlich jetzt zu schießen. Und ich sag dir eins, ne? Man denkt immer, wenn man Profi ist, muss man da hingehen und jeden da reinhauen. Ich sag, das ist nicht so leicht. Weißt du, was ich meine? Also, schieß mal aufs kurze Eck. Links oben, links oben. Bruder, sehr stark, ja? Soll ich auch links oben hin? Ja. Oh, wir sind zu hoch. Wir sind nein, der kommt hinten noch runter. Der dreht sich zurück. Nochmal oben links, oben. Ja. Ey, Bruder, der ist ein Monster, Digga, ehrlich. Boah, der Mann ist gut. Der gefällt mir. Zweimal Applaus vom ganzen Spiel. Ja. Okay, ich glaube, das langt erstmal. Machen wir mit der nächsten Challenge erstmal weiter. Also ich mache heute eigentlich das Gleiche, runde Bälle. Eigentlich meine Stärke, aber heute mal gucken. Ohne Bälle am besten. Was? Ohne Bälle? Ruhende Bälle. Ah, ruhende. Ja, so Freistöße. Freistöße. Ja, aber warum heute mal gucken? Weil ich habe vorhin jetzt gemerkt, bisschen rostig alles gewesen bei mir. Ich war was verletzt. Was fehlt? Musst du ein bisschen noch aufwärmen? Irgendwas? Ja, schon kalt. Das heißt, du schießt sehr stark? Ja, komm, nein. Ich soll ich auch? Ja. Ja, ich schieße. Würdest du sagen, du schießt besser als ich? Ja. Okay. Let's go. Deine Bälle müssen jetzt cleaner sein, ne? Wenn ich jetzt drei reinmache, dann... Ja, kann ich? Ey, ihr habt's gehört, ne? Jungs. Wenn ich mehr Bälle reinmache als er, dann können wir ihn direkt rauswählen. Okay, Deal. Ey, gehst du den Deal ein? Wenn du Profi bist, so 100%. Komm, Junge. Auf nach hin. Ich glaube, er haut einen Flatter rein. Er hat einen ganz anderen Anlauf gerade. Ja. Wow! Hast du gehört? Ich hab's noch gesagt. Ja. Weil sein Anlauf. Ey! Muy bien. Nein, jetzt du! Auch für dich, mein Bester. Ich hab den schlechter geredet, als er ist. Ja. Nein, der ist gut. Ja. Du hast ihn schlecht. Nein! Mit Mütze. Welcher Profi spielt mit Mütze? Ey, du bist so peinlich, ne? Okay. Aber hey, der ist Bruder, der ist absolut klasse. Das ist geile Technik. Trotzdem. Nein, weißt du warum? Weißt du, warum er gut ist? Weil er diese Schusstechnik. Noch einen! Kannst du mal den gleichen von hier machen? Aus der Mitte. Siehst du das? Bist du das? Hast du gesehen, wie er sich die Bewegung vom Ball? Also, war nicht drin, aber. Ja, aber das kann nur einer, der wirklich. Ja, außer du bist so dieser eine, der auf TikTok diese Challenge und so macht. Stimmt, oh mein Gott. Ja, aber. Stimmt. Ich höre. Du hast eine super Schusstechnik. Ja, du hast eine geile Schusstechnik. Wow! Putea, Digga! Ja? Auf geht's, Cousin! Was jetzt, ist deine jetzt Stärke? Bin ich gespannt. Also, ich mach 1 gegen 1 als Angreifer. Und ja, das ist meine... Warum lachst du? Das ist krass. Ja. Machen wir 1 gegen 1? Ja, natürlich, komm! Ja. Und du bist Verteidiger? Ja, normal. Okay, normal. Okay, machen wir. Komm, auf ein gutes Spiel. Geil. Nimm ihn dir! Guter Ball. Was sehe ich da? Merkst du was, Sammy? Das ist Bundesliga, Sammy. Stark, Digga. Du bist eine Maschine. Komm, noch ein. Er feiert sich immer ganz schön auf dafür, ne? Ich glaube, er erwartet, ich hatte nicht daran erwartet, dass es so gut läuft. Ich glaube. Nächste Challenge, würde ich sagen. Ja. Wir machen die nächste. Dank dir, geil. Ja, also meine Stärken liegen definitiv beim Zweikampf bzw. Defensivverhalten. Also dafür bin ich jetzt auch in der Mannschaft eigentlich bekannt. Können wir ihn mit dem Schal rufen? Wen denn? Mit dem Schal, mit stimmt, dem Nike. Ja, doch, das ist ein sehr guter Call. Das ist ein sehr guter Call, Digga. Offensiv er gegen dich defensiv. Ja, machen wir so. Du stehst am Pfosten, spielst den Chipper und läufst raus und stellst ihn dann. Oh mein Gott. Tempo. Gut gemacht. Schön. Gut gemacht. Kennt den, darum will er seinen Namen nicht sagen. Ja, er hat Schal wegen mir auf. Weil er meint, ich hätte Derbys gespielt, aber... Oha! Oha! Ja, Bruder, ey, das ist ein super Ding. Der ist schnell, richtig. Er ist zu stark. Boah,
Also wir haben jetzt erstmal alle Challenges gesehen. Ich würde jetzt gerne, also erstmal alle Challenges von den Teilnehmern, ich würde jetzt gerne zwei schon mal rausvoten. Wen fandet ihr denn von den sechs Teilnehmern bisher am schwächsten? Optisch fand ich Potea am besten, aber so Leistung würde ich sagen, da hast du ein bisschen schlecht abgeschnitten. Und dann gebe ich Haaland, du bist Oberligaspieler, Cousin. Die beiden wahrscheinlich, ne? In der Mitte meinst du, oder? Ja, beide in der Mitte, genau. Ja. Das wäre mein Call. Also ich sag auch vorne in der Mitte, sage ich auch Oberliga. Weil ich muss ehrlich sagen, hinten links hat für mich nicht gut abgeschnitten, auch mit Flugbällen und so. Vorne, Mitte und hinten links würde ich rauswählen. Der in der Mitte, der gut aussehende junge Mann, ihn könnte ich verabschieden. Hinten links würde ich auch sogar verabschieden und Cristiano Ronaldo auch. Also glaube ich, alle einig sind wir uns hier bei SV Darmstadt, ja. Spieler. Und dann ist es schwierig, Naim. Ich glaube, ich lasse... Überlasst jede Entscheidung, aber ich finde, Cristiano hat zwei von drei Dinger reingemacht. Ne? Das ist halt das Ding, ne? Cristiano soll drinnen bleiben. Fertig. Man muss sagen, also natürlich hinten links ist besser als Cristiano. Aber im Fußball geht es immer. Ja, es, um am Erfolg, Ende des Tages zählen nur die Ergebnisse, weißt du? Und er hat abgeliefert. Deswegen würde ich auch mit hinten links gehen, also Mitte und hinten links raus. Sind wir uns einig? Das heißt, ihr beide müsstet einmal bitte raus, aber trotzdem danke. So, da waren es nur noch vier. Wir haben natürlich noch eine Challenge. Wir wollen mal ein bisschen Action sehen. Deswegen dachten wir uns, machen wir ein ganz klassisches 2 versus 2. Okay, das heißt, ihr verteidigt zuerst und ihr greift an. Alright, let's go. Cristiano, jetzt mach Gas, HSV. Jawohl. Digga, ich feier den. So unverschämt wie die. Oh, oh. Er sagt einfach, geh weg. Ja. Wow! Ja. Was? Ja, mach weiter! Oh, oh. Kein Knall. Oh. Oh. Ich hab's schon gesehen. Sehr schön, Jungs, sehr schön. Achtung, knallt. Gut. Oh. Schön. Guter Abschluss. Oh, Achtung. Jetzt, Junge. Sehr stark, Jungs. Budapest auf die 1. Ja, gut. Guter Touch. Schön, schön. Er macht's komplett allein. Aber stark. Aber es ist wichtig, dass du diesen Weg machst, ey. Na, das langt schon, Männers. Das langt schon. Ihr könnt wieder herkommen. Was sagt ihr, Männers? Was habt ihr gesehen? Immer ich zuerst, oder wie? Ja, natürlich. Also eine Sache ist mir aufgefallen. Francesco, du hast eine Sache, die unterscheidet dich zu allen anderen Kandidaten. Weißt du, du hast das Feuer. Du hast das Feuer in deinem Herzen, Bruder. Du hast wirklich, nein, guck mal, die Jungs, die lachen. Nein, zwar, du schämst dich nicht. Bruder, ich mein das ernst. Heißt du Francesco? Ja, Francesco. Nein. Du schämst dich nicht. Nochmal, wie heißt du, Bruder? Alexander, okay. Ich frage mich die ganze Zeit, was macht der da und Francesco? Aber mach dein Ding. Hey, Alexandro? Alessandro mit S. S. Alexandro? Alessandro. Alessandro, ragazzi, ja, amigo. Ja, jetzt haben wir okay. Es. Alessandro, Bruder, du hast Hunger gehabt, geile Laufwege. Ja? Ihr seid euch da ein paar Mal fast gegen den Kopf geknallt, aber ich bin großer Fan von dir geworden. Und für mich bist du heute hier der Profi-Cousin. Ja, ich bin auch der Profi. Wir sitzen jetzt hier und bewerten das so nach dem Motto, weil es ist immer leicht. Aber ich tendiere zu zwei Personen. Einmal unser Kandidat mit dem Schal und Andi. Ja, Andi und unser Mann mit der Maske, die zwei. Ich sehe es auch so, dass die beiden, die waren einfach nochmal einen Tick besser als die anderen. Ja, ich würde auch die beiden weiter wählen und den Italiener und den aus Ungarn auch raus. Ich glaube, es ist relativ klar, dass Mr. Ronaldo, das ist leider nicht reicht fürs Finale. Unser Kollege aus Ungarn, der hat irgendwie sowas Dreckiges, ne? So ja. Ein bisschen was... Brecher. Brecherhaftes, aber qualitativ bin ich bei euch allen. Ich fand die beiden Jungs von Anfang an schon so am besten. Und das hat sich jetzt auch nochmal gezeigt, finde ich, oder? Ja. Also sind wir uns einig. Haben wir im Finale, das, ne? Das heißt... Wir voten euch beide raus, also einmal unseren ungarischen Bruder und einmal unseren italienischen Francesco. Und danke euch, hey. Aber habt ihr stark gemacht, wirklich stark. Und dann haben wir jetzt noch ein Finale.
So, Finale Männers. Jetzt wird's spannend. Die beiden fand ich von Anfang an am besten. Jetzt wird's spannend, wer besser ist. Deswegen würde ich sagen, machen wir einfach einen Zweikampf, oder? Ja, auf ganz schnell. Ja. Und dann würde ich sagen, treffen wir eine Entscheidung. Alright, let's go. Das ist lustig. Du hast eine coole Einstellung, Willi, ehrlich. Lenk ihn auch nach links, gell? Wow! Er ist sauber, Bruder! Alles cool. Bab. Oh. 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 Was? Er ist der Profi. Ja. Schnelle Beine, ja. Digga. Das ist der Profi. Ja, 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 ja. Ja. Ja, noch einmal. Einmal jeder, ja. 100%. Sein Übersteiger war sauber, clean. Aber seine Ballannahme war. Der war jetzt vielleicht auf einem guten Weg. Ja. Guter Touch. Der ist gut. Ja, der doch, ist gut, Bro. Der, doch, der ist gut. Gut. Er kann halt mit links auch gut schießen. Ja, ne? Beidfüßig, Bruder. Ja, Bruder. Okay, noch einmal er. Der rechte ist halt auch noch recht jung, ne? Ja, das wollte ich auch sagen. Wie alt ist er nochmal? Ich glaube 20, oder? 19. 19? Ja. Boah, gut gemacht. Rutschig. Boah, mit Lüpfer. Aber rutschig, hat er gut gemacht. Ja. Spiel weiter, spiel mal weiter. Oh, spiel weiter. Gut. Okay. Ach. Okay, egal. Okay, das langt, Männers. Danke, Jungs. Sehr stark. So, an der Stelle müssen wir auch einmal unserem Torwart hier danken, ne? Ja, ey, safe Torwart, Digga! Baba Junge, ehrlich! Bravo, Goalie! Hast du in die Handschuhe gebotzt? Hast du stark gemacht, Bro. Hast du in die Handschuhe gespuckt? Ja, immer, Bro, immer. Danke. Bester Mann, Digga. So, also, wir müssen eine Entscheidung treffen. Ich tendiere tatsächlich zu dem Rechten, muss ich sagen. Der hat mir jetzt nochmal deutlich besser gefallen als links. Für mich sah das einfach professioneller aus. Also, mein erster Eindruck ging ganz klar zu dem Linken, die ersten Runden. Ich habe echt rechts, ehrlich gesagt, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber jetzt letztens. Findest du nicht Runden auch ein bisschen too much mit dem Schal und allem so? Ja, er macht halt diese Show mit, ihr kennt mich und ich darf meinen Namen nicht sagen, ja, mein Gesicht nicht zeigen. Das ist ein bisschen zu viel. Aber er macht es gut, ne? Trotzdem, jetzt rein qualitativ, muss der rechte Profi sein. Also, der hat alles eigentlich, spielt gute Flugbälle, gutes 1 gegen 1, guten Abschluss. Ich bin bei dir. Ich sag erst, der mit der Maske ist ein talentierter Junge. Der hat sicher auch mal so bei so einem guten Verein gespielt, wurde gut ausgebildet. Oder spielt immer noch in der Jugend irgendwo. Aber du hast erste Liga gesagt? Der Grund, warum ich die Maske auch trage, ist, ich habe Junioren-Bundesliga gespielt. Und ja, davon kenne ich die Klose-Brüder. Auch unter anderem gegen 60. Aber wenn du Bundesliga spielst, ne? Yes. Hast du morgen nicht Training? Nee, morgen ist trainingsfrei. Warum? Der Grund ist, weil wir Sonntag gespielt haben. Wir spielen nächste Woche auch Sonntag. Normalerweise haben wir. Aber du spielst Sonntag, dann ist am nächsten Tag was? Spielersatztraining. Ja. Und dann? Von meinen Spielzeiten her mache ich auch das Spielersatztraining. Ja, und dann? Ein Tag darauf. Es kommt drauf an, wenn wir gewonnen haben, ist es oft so, dass wir trainingsfrei haben. Ja, aber guck mal, heute ist was für ein Tag? Mittwoch? Mittwoch, aber du es hat auch Sonntag, einen Grund. Montag, Regeneration, Spielersatz, Dienstag frei. Ja, Dienstag frei, aber wir haben nicht gewonnen. Bin noch ja, ein ich Münchner. Sag, der ist einfach Münchner. Ja, ich bin auch Münchner. Also ich habe ja, gespielt in Ingolstadt in der Jugend, in der U17, U19 erstes Jahr. Und dann über meinen Berater nach Lausanne, weil ich hier schwer Fuß fassen konnte. Ist einfach körperlich ein anderes Spiel. Da bist du als Techniker besser dran in der Schweiz. Hier in Deutschland hat es dann einfach, wenn Bruder, ich ehrlich bin. Das kann auch sein, Mann. Das kann sein. Ja, aber warte mal ganz kurz. Oder wenn du Sonntag spielst, okay? Hast du Mittwoch nicht frei? Hast du Mittwoch nee, nicht frei? Mittwoch. Heute ist ja Mittwoch. Und spielst wieder am Sonntag. Deswegen hat er ja auch gesagt, morgen frei, ne? Hast du morgen auch frei? Morgen habe ich nicht frei, ne. Ich bin heute da wegen Oberstein. Ich war schon um 10 Uhr da. Es ist ein Kniespezialist, wirklich der Beste, was das Knie angeht. Ich habe wahrscheinlich morgen trainingsfrei. Was hast du für. Was ich dir sagen wollte, ist, deine Theorie bei ihm. Kannst du die dann nicht auch bei ihm anwenden? Ja, meine Frage ist ja, warum bist du hier? Bei mir morgen ist eine andere Story. Und was ist deine Story? Also, ich habe die ganze Zeit im Ausland gespielt. Nach Waldhof Mannheim bin ich auf die Philippinen gewechselt, weil ich habe auch für die Nationalmannschaft gespielt. Durch einen Kollegen, Stefan Schröck, hat auch in der Bundesliga gespielt. Die haben einen deutschen Trainer, haben alles, also fast alles Deutsche, die sprechen fast alle Deutsch, also halb Philippinos, halb Deutsch. Und dann bin ich von dort aus, habe ich ja dann AFC Cup gespielt, also so wie Europa League. Auch Champions League asiatisch habe ich gespielt. Bin dann von dort aus gewechselt nach Libanon, habe im Libanon gespielt. Dann war ich in Malaysia und zuletzt in Indonesien. Malaysia? Da spielt doch der Liridon, oder? Krasnici, ja, genau.
Hast du mit dem zusammen gespielt? Nee, nicht zusammen. Er ist bei JDT gewesen unter Vertrag, seit 5 Jahren, glaube ich, aber ist die ganze Zeit ausgeliehen. Und dein Verein? Jetzt in Indonesien oder? In Malaysia. THW Kalantan heißt er. Das kannst du dir nicht ausdenken. Also, ist ein bisschen komplizierter bei mir, wie gesagt. Ich habe mich verletzt gehabt im Oktober. Ich hatte Vertrag bis jetzt eigentlich im März, habe aber aufgelöst und bin jetzt gerade in Verhandlungen mit einem neuen Verein. Kann ich jetzt aber nicht Deutschland? Sagen. Deutschland? Nee. Aber du bist vereinslos gerade? In Verhandlung, also eigentlich Ende diesen Monats, also je nachdem, wann es ausgestrahlt wird. Und Vertrag wird. Hast du wo gerade? Ich hatte Vertrag bis März. Also hast du keinen Vertrag gerade? Ich wurde ausbezahlt. Weil du Abfindung bekommen. Boah, was kaufe ich dem voll ab? Ne? Ich auch, das kannst du dir auch nicht ausdenken. Ich habe noch eine Frage an, wie kam es dazu, dass du in die Schweiz bist? Weil du meinst ja, du warst letztes Jahr eigentlich das ganze Jahr draußen. Ja, es war über einen Berater von mir. Und zwar, ich spreche halt auch Französisch und deswegen hat sich angeboten, wenn ich ins Ausland gehe als junger Spieler. Aber das stimmt auch, da spricht man Französisch also, in der Schweiz dort. Ich muss ins Ausland, Deutschland ist schwer. Ich war auch bei TSV 1860 München im Gespräch, aber da war es dann nur für die zweite. Ja, und das war dann so das Ding, was mache ich in Deutschland? Spiele ich jetzt zweite 60 Bayernliga oder klopfe ich irgendwo im Profibereich an? Und es hat sich gut ergeben, weil sie eben aus der Challenger League aufgestiegen sind in die Super League. Ja, als junger Spieler, es sind keine hohen Ambitionen. Es ist in der Schweiz ja so, dass du zwei Hälften der Tabelle hast und die ersten spielen um die Meisterschaft, die anderen um die Relegation und das ist schon klar festgelegt. Oh, das stimmt alles. Das macht es mir voll richtig schwer, ne? Also Bruder, wenn ich voten darf... Wir müssen eine Entscheidung treffen. Wir beide haben ja schon für rechts ja, gewonnen. Aber wo, ich muss noch. Ich sag dir ehrlich, ihr spielt beide einen Fußball, den hätte ich mir erträumt. So, ich kann eigentlich gar nicht da mitreden, so. Wenn ich vom Menschlichen ausgehe, weil die beiden Jungs auf rechts gewotet haben, gehe ich mit dir auf links. Digga, was? Mann. Was ja, Bro, ich... Weil wir rechts gehen, gibst du nix? Ja, weil für mich ist das ist über meiner Kapazität vom Fußball, Bruder. So, ich kann das gar nicht bewerten. Hattest du mal einen Ausrüstervertrag? Einen Ausrüstervertrag habe ich nicht besessen. Hast du mal Jugendnationalmannschaft gespielt? Jugendnationalmannschaft auch nicht, leider. Was bist du für ein Landsmann? Ich bin Iraner und Österreicher. Iraner? Und Österreicher. Wenn du jetzt mit links gehen würdest, dann wäre es 2-2 und Willi müsste entscheiden. Mach mal bitte. Warte, aber sag mal was, auf wen du gehst, weil dann ist meine Antwort nicht mehr wichtig. Doch, gehen wir mit links. Dann gehe ich mit links, weil ja, ich will dich stark. Boah, jetzt ist es 2-2. Jetzt liegt also an Willi. Also jetzt kommt es ein bisschen auf dich an. Jetzt zeigt sich, ob du Ahnung vom Fußball hast. Ja, bitte, Alter. Der hat weiß nicht wie viele Bundesligaspiele. Willi, entscheidest. Ich gehe mit rechts. Du gehst mit rechts? Ja. Okay, das heißt, die Mehrheit hat dann für rechts gestimmt. Aber ihr müsst dahinter stehen, Männer, ne? Ja, klar, wir sind dahinter, wir sind hinter euch. Ja, wir sind okay, das heißt, wir voten alle zusammen, weil auch die Mehrheit ne, für rechts gewotet hat. Stimmen wir alle zusammen für rechts und denken, dass du der echte Profi bist und du lügst. Und dann machen wir jetzt die Auflösung. Ich bin gespannt. Geil. Das war sehr stark. Geil, Digga. Spielst du gar keinen Fußball? Nee. Gar nicht? Nee, ich tue Ringen zurzeit. Ehrlich? Ja, ja. Aus welchem Land kommst du? Ungarn, das stimmt. Ah, okay. Also Ungar ist und so klar. Aber Alter stimmt nicht. Nee. 24. 25. Ja! Ey, aber ganz kurz, dafür hat er das voll gut gemacht, ja, oder? Ja, ehrlich, da ehrlich. Da kann man einmal applaudieren. Du hast gesagt, du bist 19 oder 21? 21. Ja, okay. Ja, bei mir stimmt es nur das Fußballspiel. Ich spiele aber in der Kreisliga. Mein Ziel ist aber irgendwann für Darmstadt irgendwie zu spielen, keine Ahnung. Vielleicht hat man das Glück. Immer weitermachen, immer weiter. Keep going.
Ja, ich spiele, wie gesagt, mein erstes Herrenjahr jetzt in der Landesliga Südost Bayern. Aber dein Ziel ist schon noch, Profi zu werden? Ja, mein Ziel ist es auf jeden Fall zu schauen, wie es weitergeht, dass ich dein Ziel noch ist höher zu schauen, kommt, wie es weitergeht? Höher was? Ich schaue, wie es weitergeht. Ich will auf jeden Fall noch höher kommen. Und ja, Step by Step einfach. Und liebe Grüße an meinen Friseur. Liebe Grüße an meinen Friseur von Zollbarbaschine. Danke. Also. Alessandro. Ihr werdet geschockt sein, aber alles gelogen. Nein. Doch, alles gelogen. Doch, ehrlich sogar, alles gelogen. Ich spiele nicht am HSV. Nein. Nein. Ja, aber das mit der Verletzung, das hat gestimmt. Mit der Einjahresverletzung. Und ich habe Fußball gespielt, Kreisliga. Also, bei mir hat es natürlich nicht gestimmt. Aber ich habe tatsächlich einen Einjahresvertrag in der dritten Liga in Österreich. Bin auch letztes Jahr März, also habe mich hochgekämpft von der zweiten Mannschaft, habe auch 6 Einsätze gehabt. Ist jetzt nicht die Welt, aber ist trotzdem eine gute Erfahrung. Immerhin. Und aber dieses immerhin. Jahr. Ja, heftig. Und unser Hauptteilnehmer, unser Profi. Ja, also bei mir hat alles gestimmt. Waldhof Mannheim, bin dann auf die Philippinen, habe Nationalmannschaft gespielt, asiatische Champions League, also hier auch das Trikot davon. Zuletzt halt wie gesagt Libanon, Malaysia, Indonesien. Geil, echt Respekt. War jetzt halt verletzt und jetzt bin ich gerade am Verhandeln für was Neues. Ja, wenn ihr was erwähnen wollt, dann könnt ihr das jetzt gerne machen. Ich grüße meinen Kollegen Okcan und seinen Assistenten Olli. Also erstmal grüße ich meine Familie, dann möchte ich gerne meinen Insta pushen. Jackson SVD 9S9 und ja, schaut gerne vorbei. Ich grüße Markus Kellner und Lukas Kellner. Ich grüße meine Frau, Selina Schneier-Esswein. Ihr könnt auf ihr Instagram gehen und TikTok, die Tanz und so. Selina Schneier-Esswein mit 2 S und mein Instagram Andy Campolio, Andy mit Y, Campolio, C-A-M-P-O-L-L-O. Und mein Bruder Kevin Esswein Music. Und also, ich grüße einmal Ronaldo. mein kleinen Bruder Davide. Und Tom, der hat mir alles über HSV gesagt. Ja, auf YouTube heiße ich Chavinho25, auf Insta und überall genau gleich Chavinho25. Check gerne ab. Ich bedanke mich erstmal bei meinen 2 Kollegen, die mich bis hierhin begleitet haben, Armin und El Hassan, und Grüße an all meine Jungs aus Wien. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Also ich grüße meine Jungs aus Sonreuth und Arian Lukigi. Und mein Social Media ist, also Instagram, Dejan Sipu. Nice. Ey, echt vielen Dank fürs Mitmachen. Habt ihr alle echt stark gemacht. Dankt euch Jungs fürs Kommen. Danke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute, trotz Regen. Ja. Beim nächsten Mal hoffentlich besseres Wetter. Ja. Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned.